Ja, ich mag die Altstadt von Jolly Rogers Lagune. Oh, guck mal da. Da ist ja noch eine Ecke. Da ist noch eine Golddublone. Du hast alle Dublonen bekommen. Gut gemacht. Dafür erhältst du ein neues Spielerbild. Mhm, da gab es keine Belohnung auf dem N64. Auf der Xbox haben sie dran gedacht. Also das ist eine nette Sache. Damit hätten wir jetzt hier alles gemacht, was man im Moment tun kann. Und wir kommen zum nächsten Teil dieser Welt. Wir haben ja mit Mumbo das Wasser sauerstoffhaltiger gemacht. Die brauchten unbedingt eine Erklärung, wie man unter Wasser atmen kann. Denn die haben sich diesmal eine ganz riesige, ausgefuchste Unterwasserwelt ausgedacht. In Banjo-Kazooie war das bestenfalls Clankers Cavern. Und das war ja auch nicht so riesig. Hier sind wir riesig. So eine Ego-Perspektive. Und Unterwasserlevel, ne? Ich sag mal so. So viele Entwickler wollen nicht drauf verzichten. Ich danke euch allen herzlich, liebe Entwickler dieser Welt, für all die schönen Unterwasserlevel, die wir so dringend benötigt haben, nicht wahr? Ach, kriegen wir hin. Nein, der Unterwasserbereich ist schon ein kleines Desaster, wenn du dich nicht auskennst. Und ich werde jetzt auch ein bisschen die Augen offen halten müssen, wo was hinführt und so. Guck mal, da ist schon wieder irgendein Bereich, aber das ist noch nicht eindeutig. So, um hier vorbeizukommen, einfach Eiseier reinhämmern. Und er freest. Und ihr werdet nicht glauben, was wir jetzt entdecken. Die versunkene Stadt Atlantis befindet sich direkt unter Jolly Rogers Lagune. Und ganz in der Nähe wohnt bestimmt auch das Ungeheuer von Loch Ness. Ah, alles klar. Wo gehen wir denn bestenfalls als erstes hin? Es gibt so ein paar Räumlichkeiten. Ihr seht auch diese Fische, die haben in ihren Körpern Items, die wir momentan noch nicht erreichen können. Ich schnappe mir jetzt erstmal hier diese Warp-Platte. Ich kann mich echt nicht entsinnen, wo was ist. Wir finden es einfach nochmal zusammen heraus. Und ich betrete einfach mal diesen Turm. Der ist nicht besonders groß, denke ich. Hier könnte aber ein Move sein. Zitteraal-Zuflucht. Na klar. Alle Zitterale der Welt sind hier willkommen. Noch irgendwas Spannendes? Bedingt. Hier ist ein Move. Ist aber der, den ich brauche? Bitte. Tui Torpedo! LT oder RT, die Vogeldame nach vorne schießt, wie ein Torpedo sie durchs Wasser düst. Der linke Stick zum Steuern und A für die Schnelle. Und X bringt sie zu Banjo zurück auf der Stelle. Das ist dann alles. Weggetreten. Cool. Also, ich habe nur so getan, als wüsste ich nicht wohin. Nein, das ist wirklich die beste Anlaufstelle für den Beginn. Damit wäre der Bereich eigentlich auch abgehakt. Yamyas versteckt sich quasi in Atlantis und die haben nur einen Turm drumherum gebaut. LT oder RT? Und jetzt haben wir Kazooie, die irgendwie ihre Federn nutzt als Antrieb. Das ist alles sehr hinterfragwürdig, mit einem Zeitlimit, mit einer ganz schön ausgefuchsten Steuerung. Und wir können theoretisch, warum das nicht geklappt hat, in diese Goldfische rein und denen die Items damit abnehmen. Warum auch immer. Seht ihr? Ich kann mir gar nicht erklären, warum. Wahrscheinlich haben wir da andere Hitboxen, dann funktioniert das auf einmal. Naja. Noch einer von der Sorte hier. Ich glaube, vorne war noch einer. Don't know. Höchst dramatische Musik. Ich würde aber trotzdem erstmal, so gut es geht, versuchen, den Fuß im Trockenen zu behalten und betrete dieses Gebäude. Das Seetang-Sanktuarium. Hier noch irgendwo was? Ich dachte schon nicht, dass hier noch was war, aber es war eine andere Stelle, oder was? Achtung, durchgeknallter Seetang. Hm.
Das, so geht Unkraut jeden heute. Zunächst nehmen sie ihre Vogeldame aus dem Rucksack und da ist ein Schild. Ich habe irgendwie... Oftmals hinterfrage ich ja so, wie soll man das wissen? Und oft schreibt ihr dann, ja, da stehen ja doch Schilder rum. Glaubt ihr, ich habe als Kind die Schilder gelesen? David Jones hat die Schlüssel für die... Was? Für die Schränke. David Jones hat die Schlüssel für die Schränke. Das macht irgendwie wenig Sinn, weil der ist ja in einem Schrank drin. Das war definitiv ein anderer Bereich, wo ich gerade dran denke. Wenn ich wüsste, wo der ist, wäre natürlich auch Knorke. Ich gucke nur... Und wir gucken gleich, wo wir rauskommen, ne? Banjo! Das Tui-Torpedo, Alter. Weil das gibt's nur in Banjo-Tooie. Da ist die Fackel aus. Warum das denn? Rettung für den schwarzen Jinjo. Der Ärmste. Wie gesagt, die Jinjo-Familie mit den meisten Mitgliedern. 9 und ein Drittel davon hätten wir schon mal gesaved. Wo führt das hin? Welche Höhle ist das? Meeresgrund. Das führt also zu dem Davy Jones-Kram oder zu dem... Boah, ich weiß... Okay, der große Fisch, der große Fisch. Hier gibt es ja definitiv auch einen Teleporter. Mhm, einfach mal da. Kann sein, dass der Popschutz ein bisschen hoch ist. Anfangs habe ich mich immer ein bisschen versteckt mit meinem Mund hinter dem Mikro und das haben dann irgendeinen Tweet vernommen, was für beknackte Leute machen das eigentlich? Wenn ihr also unbedingt mein Maul sehen wollt, dann bitte. Na komm, tun wir hier erstmal, was wir hier tun können, oder? Da ist so ein Fisch, da sind aber auch nur Eier drin. Also die Fische, wo wir rein können. Mit dem Tui-Torpedo. Und ansonsten keiner dieser Art, sondern nur noch der Große. Ihr habt ihn erblickt. Da schwimmt er fröhlich rum. Und deswegen sind wir ganz böse und schießen dem die Zähne raus. Hier kommt Zahnarzt Kesui. Einmal Maul bitte aufmachen. Ich sagte, bitte aufmachen. Kein Ziel, was er getrunken heute. Blub, blub, blub. Schwimmen in der Ego-Perspektive. Hey, wie, du willst hier nicht lang schwimmen? Du schwimmst da lang, wo ich's befehle. So, der Witz ist, der Kollege hier ist ja eigentlich mega friedlich. Jetzt reicht's. Alter! Der will uns nicht fressen oder so? Nö. Der schwimmt einfach nur sein ganzes Leben hier so. Wobei, sein ganzes Leben würde ich nicht sagen. Denn der ist mal aufgetaucht, ja. Hä? Also langsam... Langsam werde ich mad. Da schauen mir ein paar Leute zu. 1, 2 sind noch da. Und da will ich... Vor allem die Zähne bleiben unten liegen, ne? Ist auch sehr witzig. Sehr witzig. Alter, als ob... Hä? Muss man die eher oben treffen oder eher unten? Ich hatte nie Probleme damit. Oh, hallo. Ich war noch nie beim Zahnarzt. Mittig war das. Sehr konfus, die Geschichte. Kann halt nicht immer alles klappen. So. Ja, und damit hat er das Maul offen. Ich hab doch gesagt, mach einfach ah! Damit sind wir im großen Fisch, der von innen sogar noch viel größer ist. Ein berüchtigtes Phänomen, der doch diese Seemänner verschluckt. Was hat denn der noch so verschluckt? Gehen wir doch mal in die Luftröhre. Nee, das ist die Speiseröhre. Iman. Wird ja immer ekliger. Nein, hier ist die Luftröhre.
Hat er überhaupt eine Luftröhre? Oh, ich kenne mich mit der Anatomie eines Fisches nicht so gut aus. Der nächste arme, schwarze Kropf wurde ebenfalls verschluckt. Ja, und wen ihr da seht, das ist die frohe Froni. Die Person, die Jolly Roger sucht. Die auf dem Wellenreiter war und verschlungen wurde. Ah, du bist wohl von der Rettungstruppe. Nur wenn der Preis stimmt. Ich bin die frohe Froni, die Partnerin von Jolly Roger. Ich war mit Blubbers Wellenreiter unterwegs, als mich dieser Fisch anfiel und verschluckte. Das Fischmaul ist jetzt offen. Du kannst nach Hause gehen. Wunderbar. Wir haben bald Happy Hour in Jollys Spelunke und er wird meine Hilfe brauchen. Hast du zufälligerweise ein Puzzle? Oh, das musst du Jolly fragen. Ich bin sicher, er gibt dir eins. Diese Person, ne? Also Rare macht ja natürlich immer so ein paar Anspielungen und offiziell kann man sagen, na klar, es ist eine Frau. Aber ich glaube, das soll halt ein Transvestit darstellen. Oder was meint ihr? So ein bisschen, weil die sind ja auch ein bisschen, naja. Nicht Mainstream. Jolly und Froni. Mein Motto ist dazu immer, ne, soll jeder machen, wie er denkt. Verurteilt nie jemanden, weil er eine andere Haarfarbe hat, oder Hautfarbe, wollte ich sagen, oder weil er andere sexuelle Interessen verfolgt. Mein Motto ist immer, und macht ihr euch am einfachsten damit, lasst die Leute machen. Ja, solange ihr nicht gezwungen werdet mitzumachen oder solange euch nicht befohlen wird, dass ihr eure eigene Meinung ändert, ja, toleriert und akzeptiert andere. Da ist noch eine leere Honigwabe. Das wurde jetzt viel zu deep. Wir haben doch nur die frohe Froni gerettet. Und ich komme in der Tat durcheinander, wo was ist, ne? Da sind goldene Federn drin, noch ein Teleporter. Dann zeige ich euch mal, was hier unten wäre oder was da passiert, wenn wir da runter schwimmen wollen. Stopp! Der Wasserdruck ist da unten viel zu hoch! So, Davy Jones ist ja eine alte Legende. Hier sind die Entwicklernamen, ne? Steven Mails und so von Rare, sehr witzig, ne? Ich weiß nicht, wer Pollington ist. Wen haben wir da hinten? Hurst, haben wir auch oft gelesen in den Kommentaren. Und Connell Peschut. Aber hier ist der Spinn von Davy Jones. Und da schwimmen wir jetzt rein. Wenn wir schon mal hier sind, warum nicht? Ihr kennt ihn vielleicht auch von Fluch der Karibik. Hey, Banjo, da unten kann ich ein Puzzle sehen. Sehen wir mal nach. Das ist Fürst von Fuck Fuck, aufgeblähter Anglerfisch. Was? Wer wagt es, Fürst von Fuck Fucks Ruhe in seinem beunruhigend engen Schrank zu stören? Oh, wir bringen nur die Post, Fürst Fuck. Lüg mich nicht an! Du wolltest mein Puzzle stehlen und mein Heim austrocknen, damit ich am Boden liegen bleibe, jämmerlich mit den Flossen schlage, verschrumple und sterbe, oder? Etwas in der Art, ja. Dann erwartet dich ein nasses Grab. Und weil das eben mal so geklappt hat mit dem Granateneierziel unter Wasser, machen wir direkt damit weiter. Diesmal wird's besser. Und wir haben Blut. Wir haben Blut. Oh, meine schönen Beulen! Eigentlich ist Blut ein Indiz für... Ja, weiß nicht. Es gibt Spiele, die landeten direkt auf dem Index. Ich erinnere an Resident Evil 2 und 3. Die haben extra das Blut rausgenommen und grün gemacht und die Zombies blinken lassen. Und auch bei Conker's Bad Fur Day, das ab 18 ist, da gibt's ja Blut. Weiß nicht, ob die... Also ich meine, natürlich sollte man jetzt nicht, meines Erachtens nicht... das Spiel ab 18 machen, ne? Das wäre ja totaler Unfug. Stell dir vor, die haben Banjo-Tooie fertig und wegen so ein bisschen Blut.
über das Spiel ab 18. Das ist ein Käse, ne? Aber trotzdem waren die Entwickler gerade zu der Zeit so pingelig, was so Blut und sowas angeht, diese Darstellung. Da gab es noch mehr Beispiele bei Turok und überall konntest du diese Blutfunktion ausstellen. Und hier ist es kein Problem. Vielleicht haben sie ja gesagt, das ist Tomatensaft. Und an für sich bluten Fische ja auch gar nicht, oder? Ich weiß ja nicht, die bluten ja nicht mal. Fakt ist aber auch, dass ich hier viel besser zielen kann. Lustigerweise. Dreht sich jetzt um. Ich hole mir mal schon mal neue Granateneier. Immer wenn er so einen Stress macht, wenn ihr das hört, einfach schwimmen, der hat dann Elektroschocks auf euch gehetzt. Das wollt ihr nicht. Okay, hier ist Energie, die wollte ich nicht mal. Ich will lieber Granateneier. Ja, den Davy Jones, den stelle ich mir vor wie bei Fluch der Karibik. Andere Geschichten kenne ich noch nicht mehr so wirklich. Ich dachte halt früher, der wäre aus Banjo-Tooie. Lol. Ah, komm schon, der letzte. Augen auf. Nee, noch nicht. Er sieht doch schon ziemlich lädiert aus, der liebe Fürst. Von Monaco. Woher der Name Fuck Fuck rührt, das kann ich euch auch nicht verraten. Fetten Eiterpickel auf. Und die Klubscher. Oh, habt ihr keinen Anstand, einen armen, blinden Fisch zu schlagen? Mit offenen Augen sehe ich vielleicht besser. Meinst du? Das ist ja so ein Fisch wie Glimmer aus Donkey Kong Country 2. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oh, bitte nicht meine Augen! Doch, doch. Na gut, ich weich mal aus. Schau mir in die Augen, Kleines. Es ist schon schwierig zu ziehen. Ich sag da gar nichts. Keine Frage. War noch nicht mal ein Treffer. Da gibt ja nicht. Jetzt langsam werde ich aber nervös. Gut, das war ein Treffer. Da seht ihr ja, wie viel Energie der noch hat. Hilfe! Und ja, von wegen beunruhigend enger Schrank. Also, wenn ich den Spruch bringe, ne? Von innen sieht es auf einmal viel größer aus als von außen. Da haben sie sich spätestens hier ja wirklich selbst auf die Schippe genommen, oder? Also spätestens hier. Ich habe sogar früher so gedacht, der Spind sieht halt... Der ist unter dem Spind, befindet sich dann dieses... Versteck. Aber es soll halt einfach der Spind darstellen, was ich lustig finde. Lol. Einmal noch. Hat nicht gezählt. Down! Wie sich Fische halt umdrehen. Verflucht! Das Ganze scheint sich auf den Kopf zu stellen. Ein schmachvolles Ende für meine 100-jährige Tiefseetyrannerei. Hat das irgendwie mit der Schwimmblase zu tun, oder? Bei Fischen, wenn die kaputt geht? Irgendwie so. Wir haben ja auch Guppies und Mollys zu Hause. Kleines Aquarium. Und also schon groß genug, ne? Ihr versteht, wie ich meine. Nicht so groß wie dieser Spind. Und ja, manche haben dann auch, klar, wenn die sterben, dann schwimmen die auch so, ist ja klar. Aber manche haben halt auch einen Schwimmfehler, wenn die was an der Schwimmblase haben. Jetzt die Ausnahme der Regel. Ich glaube, der redet noch mit uns. Hallo? Lass mich jetzt in Ruhe. Ich brauche eine Pause. Hey, du bist tot. Sei tot. Ich schwimm dir ins Maul. Ich habe mich im Grunde gut geschlagen. Nicht schlecht, ja. Das Theme, ne? Der Bosskampf gegen Fürst von Fuck Fuck ist auch dabei bei Super Smash Bros. Ultimate beim Banjo Pass. Wenn ihr euch den DLC-Kämpfer holt mit allen Inhalten,
dann ist er auch dabei. Ebenso der Soundtrack von Herr Flicken, der Boss der dritten Welt, vor nicht allzu langer Zeit. Die meisten Soundtracks sind ja Remixe, aber die beiden Bosskämpfe sind einfach 1:1 aus Banjo-Tooie. Achso, jetzt sind wir wieder in Atlantis. Ich zeige euch was Tolles. Wobei, ist es so toll? Ja. Wir sind im Inneren eines Schiffes, ne? Ich würde auch mal warten, bis ich da reingehe. Ich glaube, da können wir nicht so schnell zurück. Guck mal, hier ist ein Schiff. Hier, da kann ich auch aufmachen. Da ist ein Ich sehe, was drin ist. Wo ist er? Jinjo? Wird ja alles so nah, ne? Noch mehr Schatztruhen? Nee. Dann nicht. So. Wo sind wir eigentlich? Boah, wo sind wir zu Hause? Wo sind wir zu Hause? Ah, hier auf dem Boot gibt's auch ein Warpfeld. Gut. Was, wenn ich das weitergehen würde? Ich muss mich ein bisschen orientieren. Es ist aber halt echt, also... Oh, ich habe fast keine Leben mehr. Und er hat mich fast. Er hat mich fast. Schwimm mal bitte weg. Ich hab nicht auf meine Leben geachtet. Was zur Hölle? Und warum willst du nicht? Normalerweise geht's ohne Probleme. Hä, als ob. Es geht, wenn man da drauf zieht. Hä? Verblüffend heute alles. Und so wird man seine Eiseier los. Hä? Gut, dann frage ich nicht weiter. Dann gehe ich jetzt einfach diesen Weg, den wir da freigesprengt haben. Und wir gucken mal, wo wir da rauskommen. Man kann sich eventuell schon denken, weil es so ein bisschen aussieht wie etwas, was wir schon mal gesehen haben, ne? Let's go. Gut versteckt, aber warum der nicht kaputt geht, ist er. Wir brauchen hier auch Eiseier. Da steht's auch schon. Spoiler, klunkert Luftmine. So, schön einfriesen. Könnt ihr einen noch verletzen, wenn die stillstehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, bei Conker war das. Da musste man höllisch aufpassen. Und wo führt das hin? Zu dem besagten Jinjo. Der wird jetzt auch nachgeholt. War das alles in der Dunkelluftmine? Ja. Nee. Fehlen noch die Sprungschuhe. Aber ich glaube, ich kann doch zurück. Ich kann doch zurück. Ich muss aber nicht so zurück. Ich schnapp mir Teleporter 1, 2, 3 und schon bin ich wieder am Start. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, durch diese rotierenden Rotorblätter zurückzukehren. Auf einmal ist man wieder hier, ne? Das ist ganz verrückt. Das Spiel ist immer für Überraschungen gut. Ja, vor allen Dingen würde ich halt gerne... ganze Wasserwelt von vorne machen. Also jetzt mit den Moves, die wir haben. Wir sind jetzt eine Route gegangen und dann gehen wir eine andere Route. Aber wir haben den Boss schon mal. Bin ein bisschen am Grübeln, wo Humba Wumba ist. Ja, obwohl, ihr habt ja am Anfang gesehen, dass es so ein kleiner Durchgang war. Ne? Und wir können doch einfach mal dahin gehen. Schwimmen. Wie findet ihr die Verbindung dieser Welten? Also, wie gesagt, ich hätte es nicht gebraucht. Ich akzeptiere es aber als Würze. Nee, ich nehme keine Wortplatte. Ich akzeptiere es als Würze für Tooie. So eine Eigenheit von Tooie, so extrem zu verbinden. Weil die Entwickler haben das ja auch lieb und nett gemeint. If you know what I mean.
Okay, da kann Kisui auch rein. Ja, das geht so. Mhm. Pass auf, wo war denn das? Hier. Hier ist so ein kleiner, schmaler Gang. Und ich gucke jetzt, wo der hinführte. Ich glaube, das ist die Höhle, die wir schon gesehen haben. Jawohl. Der Fisch hat eine Cheeto-Seite drin. Also einer im Puzzleteil. Ups. Einer eine Cheeto-Seite und einer... Ah! Ey, der ist doch direkt da. Und einer eine leere Honigwabe. Was muss ich drücken? X. Beenden wir doch diesen Raum. Ach, guck mal, da ist ja noch ein Weg. Was ist das denn? Das sieht ja auch wie die Klunkertluftmine aus. Was? Kann nicht sein. Hä? Crunchy GmbH. Als ob. Also, ich muss jetzt doch wieder an solchen Viechern vorbei. An den Rotorblättern. Bleibt wohl nicht aus. Keller der Müllbeseitigungsanlage. Und hier ist nur ein Jinjo. Und das ist halt jetzt ein Jinjo? Wir warten mal ganz kurz, ne? Zu welcher Welt gehört der? Wir haben momentan 4 von 5 Jinjos in der... Moment, der zählt... Der zählt zu Jolly Roger. Aber man kann den in der 6. Welt der Crunchy GmbH sehen. Also wenn er den nicht einsammelt, wenn ich ihn nicht eingesammelt hätte, würde ich den später hier sehen. Aber warum, ne? Da wollte ich nur mal sicher sein. Nee, der zählt nicht. Guck mal, wir haben immer noch 4 von 5. Wenn ich jetzt... Ich hoffe, ich denke dran, aber sowieso nicht. Wenn ich die 6. Welt betrete und noch nichts gemacht habe, in die Statistiken gehe, wird da stehen, einer von so und so viel Jinjos bereits gerettet. Jetzt haben wir doch mal den Direktvergleich. Ich war mir da auch nicht 1000% sicher. Ah! Nicht so viel Energie. Hm. Da finde ich sogar noch doofer, ne? Aber zählt halt dazu. Dann habe ich hier noch das Puzzle. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man da hinkommen kann. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich würde allerdings zum UFO zurück... Hier geht's hoch. Also damit ihr euch orientieren könnt, was hier eigentlich abgeht, ne? Hier steht was. Probleme beim Unterwasseratmen? Geh zum Schamanen! Haben wir doch schon längst. Das Puzzleteil gibt so vielerlei Art und Weisen. Ne? Man könnte Zeitbombeneier benutzen. Man könnte mit Kisui... Ja, da gibt es viel... Ja, wir machen das viel später. Das Puzzleteil holen wir uns ab, wenn wir auch... Ne, hier ist das, was ich freigebombt habe. Ja, wenn ich hier den Schweinchen helfe, dann mache ich das auch mit. Dann habe ich die, dann habe ich sehr bequeme Moves, um das gut zu erreichen. Das wär's für heute. Unterwasser-Action pur und das nimmt noch kein Ende. Im nächsten Part Außerirdische, ja. Und Pumbas Verwandlung nehme ich an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid, am Start seid. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!